So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Pro Cycling Manager 2016. Zur nächsten Rundfahrt. Wir starten jetzt in die Tour auf Katar. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich, mein Team und den guten Pascal. Palästin, ein Team. Oh Mann, ey. Servus Fritten, Alter. Jetzt bin ich auch mal bei dir am Stissel, mal Nissel, mal Dissel, mal Hissel. Genau. Ich habe mir jetzt nämlich mal gedacht, damit ich nicht ständig in jeder Folge über dich reden muss, das kotzt bestimmt die Zuschauer schon richtig an jetzt, habe ich mir gedacht, ich lade dich einfach mal ein. Da muss ich nicht über dich reden, sondern kann mit dir reden. Ist das nicht toll? So ist es und es ist nur so. Und ja? Ich kann dir nur eins sagen, mein Freund. Der Was? Gute alte Tabstrak Nico. Was? Der hat 2014 mal richtig einen abgerissen. Der Niki Terpstra, ja. Du hättest dir echt mal so ein Ding runterladen sollen mit den richtigen Namen, ey. Ist so ekelhaft mit diesen Namen. Ja. Ich komme so gar nicht klar damit. Ich meine, du kennst einige nicht so und da denkst du dir nicht so viel dabei, aber... Ja, keine Ahnung. Also der hat 2014 gewonnen, ne? Was denn? Die Katar-Rundfahrt? Ich glaube, ja. Oh, es kann sein. Ich weiß gar nicht. Also hier steht's zumindest. Okay. Ja, das kann, wenn es da steht, dann wird es auch so sein. Muss ganz ehrlich sein, dass ich die Katar-Rundfahrt in echt nicht so verfolge, ehrlich gesagt. Das ist ein Rennen, das mir ziemlich am Arsch vorbeigeht. Stimmen eigentlich die Renntermine mit den echten tatsächlich überein? Ich glaube schon, ja. Zumindest im Jahr 2016 ist es so. Was ist ja alles original. So ja, zumindest auch bei den Rennen, die richtig heißen, weil ich glaube, ein paar Rennen, da haben sie ja auch die Rechte nicht gehabt, ne? Die Plebs. Aber zum Beispiel diese Vuelta Ciclista Mallorca, die war schon tatsächlich, oder? Ja, im Jahr 2016 sowieso. Ne, ich meine jetzt im 17. Ich glaube schon. Weil die ist ja immer im Januar irgendwie, also laut dem Plan. Ja, so Februar meistens. Mallorca ist im Februar. Ende Januar, Anfang. Ah, oder so. Ja, so. Hm? Kannst ja mal gerade nachgucken, ob die schon war und wie die ausgegangen ist und so, wenn du Bock hast. Falls du nicht gerade zockst, ich weiß gar nicht. Nee, ich zock nicht. Okay. So, wir gucken mal ganz kurz, wer hier so mitfährt bei der Katar-Rundfahrt. Ist ja die erste Etappe. Also, wir haben hier einige Erstliga-Teams dabei, beispielsweise BMC mit dem Philipp Gilbert unter anderem. Da haben wir den Cavendish dabei, den Kittel, den Gaviria, Bonifacio. Also, sind schon ein paar gute Sprinter dabei, sagen wir es mal so, ne? Jetzt mal eine doofe Frage: Hast du irgendwie eine Seite, wo man das irgendwie gucken kann? Ich würde dir empfehlen, Pro Cycling Stats zu nehmen. Da steht alles. Also, weil wenn ich hier Vuelta Ciclista Mallorca hingebe, da kommt hier alles, aber kein Radrennen. Ne, dann geh mal auf Pro Cycling Stats. Da steht wirklich, da kriegst du jede scheiß Information. Das ist die beste Seite EU. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erst Werbung gemacht, aber mache ich gern wieder. Dann sage ich mir in der Zwischenzeit mal, mit welchen Fahrern wir hier so an den Start gehen, ne? Für die es noch nicht gesehen haben. Also der gute Edgar Pinto ist mit dabei, dann haben wir den Al-Muravi, ne? Stewie ist mit dabei, Hadi, Ibrahim, Jelul, Mancebo und Palini. Und Mancebo ist auch gleich mal in der Ausreisergruppe, so wie es gehört hier. Ja. So. Die haben die aber bei Races nicht drin, ne? Also da gibt's Grand Tours, da gibt's Major Tours und Classics. Kannst du rechts neben Races ist doch bestimmt noch mal so ein Pfeil. Vielleicht kannst du da noch irgendwie nach kleineren Rennen gucken. Ja, den hab ich aufgeklappt und dann kommen da die Major Tours. Das ist ein Santos Tour Down Under, Abu Dhabi, Paris-Nizza. Und wenn du es einfach mal ins Suchfeld eingibst vielleicht? Weiß nicht, ob man nach Rennen aussuchen kann. Heißt die auch tatsächlich? Ja, im Notfall gib halt einfach mal Mallorca ein, dann müsste es ja auch kommen. Malle, Baby. Malle, Sweeney. Nee. Okay. Gibt's die überhaupt? Ich glaube schon. Meiner Meinung, die war auch dieses Jahr. Also wenn dann würde es sie jetzt nicht mehr geben. Das hat sie auf jeden Fall mal gegeben. Komisch. Hm. Gibt's noch eine Seite, wo man gucken kann? Bestimmt, aber das ist eigentlich schon die beste, würde ich jetzt sagen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Komm, Mancebo, hol dir einen Sprint, Junge. Ah, nee, keine Chance. Das ist ja eine flache Etappe, ne? Korrekt. Also, erster Zwischensprint, den holt sich Jordan Stennis aus der
Was ist denn das für eine Mannschaft? Irgendeine grüne Trikots? Aus der End-Post-Chain-Reaction-Mannschaft. Aha. Interessant, eine irische Mannschaft. Ja, na, gucken mal, was es heute so gibt. Auf der Suche. Also wir gucken mal einfach so hier mit Mancebo eine Spitzengruppe, weil warum nicht, kann man ja mal machen. War eigentlich ziemlich sinnlos, den hier mitzunehmen, muss man ganz ehrlich sagen, weil... Ja, gut, er ist glaube ich unser bester Zeitfahrer, das könnte sein. Also einer der besten Zeitfahrer, was schon alles über das Team aussagt, aber gut. Wir gucken mal. Im Sprint wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden, weil Pallini ist zwar nicht so übel, aber Cavendish, Kittel und so, ne, sind schon andere Hausnummern. Also jetzt nochmal ganz kurz nebenbei, ich spiele jetzt hier auf radsportergebnisse.info. Ja. Da stehen jetzt einfach die Rennen drin, die jetzt schon gelaufen sind und jetzt die jetzt im März und Februar sind. Und ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Echt? Also es gibt die Trofeo, heißt die vielleicht, ne, das sind... Es gibt die Trofeo Palma. Doch, das ist die. Okay. Aber das ist nur ein Rennen. Okay, wer hat die gewonnen? Also am 29.01. gibt McClay Daniel vor Tuneo. Ah, okay. Dritter Buani. Aha. Ich bin auch am 29. Januar, also anscheinend ist es nur noch ein Einzelrennen. Okay, gibt es die Rundfahrt nicht mehr scheinbar. Ja. Krass. Weil ich habe geguckt, ist also diese Vuelta Valenciana, die gibt es tatsächlich. Die Andalusia gibt es auch noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Es gibt auch noch diese Vuelta Ciclista La Provincia de San Juan. Aha. Ja, und dann halt diese Valencia Rundfahrt, die gibt es auch noch. Tour of Oman gibt es auch. Also, aber die gibt es anscheinend tatsächlich nicht. Schade. Ja. Aber es gibt einen Cadel Evans Great Ocean Albert Park. Ja, das stimmt. Das gibt's. Ja gut, soll ja jetzt hier nicht Thema des Let's Plays sein, liebe Freunde. Ja, es sind nur noch 22 Kilometer, merke ich gerade. Echt? Krass. Schon? So schnell? Ja, ich habe ja halt ein bisschen vorsimuliert, weil nichts passiert ist. Also momentan haben wir noch 1,16 Vorsprung hier mit dem Grüppchen, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, weil da schon einige Mannschaften Tempo machen. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, was hier geht. Wahrscheinlich nicht viel, würde ich sagen. Ja, ich weiß, die Sprintetappen sind echt irgendwie total schwer. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, es kommt halt auch einfach drauf an, was du für ein Team hast, welchen Fahrer du halt hast, also welchen Sprinter und wer halt auch deine Gegner sind. Das sind so die Hauptdinger, sag ich mal. Ja, schön. Als ich damals den Turek noch hatte, waren Sprintetappen nicht schwer. Ja, bitte? Ja, gut, das ist klar. Das Turek, der ist halt auch immer nur ein Überking. Ja. Die Fahrer, ne, werden die eigentlich automatisch trainiert? Ja, mehr oder weniger. Also du kannst da irgendwie nur den Trainer zuweisen. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie. Was weiß ich. Weiß ja nicht, also was du da vorhast, aber. Und du kannst denen, glaube ich, sagen, was die trainieren. Also, ob die jetzt irgendwie. Ja, ich habe hier gerade das Trainingsding offen. Genau. Ja, aber das ist ja schon gut zugeordnet. No. So, ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Sprint. Die Gruppe um Mancebo ist jetzt eingeholt. Die haben es also nicht geschafft, wer hätte es gedacht. Und jetzt werden wir mal auf den altbewährten Sprintzug setzen. Hadi macht hier gerade schon das Tempo. Jetzt schicken wir gleich mal den lieben Stewie nach vorne. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Hast du Folge 2 eigentlich schon angeguckt? Nee, ich habe nämlich eben erst gesehen, dass die online gekommen ist. Ah, ja, ich werde die vorm Schlafen heute schauen, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Okay, gut. So das hat meine auch eben erst online gestellt. Ja. Ah, ich muss sagen, das Problem bei der Katar-Rundfahrt ist, dadurch, dass jetzt hier alle so mega viel Tempo gegeben haben, sind jetzt eigentlich meine Fahrer schon am Arsch, noch bevor es hier um irgendwas geht. Das ist gerade mega schwierig. Ging mir aber auch so. Also, das ist echt hart. Also, irgendwie die Fahrer waren echt am Arsch, ne? Ich merk's hier gerade auch, ey. Mein Sprint an Fahrer ist schon 4,5 Kilometer einfach nur platt. Das kenn ich.
Das ist echt nicht gut. Und mein Sprinter hat auch schon bessere Tage gesehen, wenn man ehrlich ist. So, Pallini gibt hier aber wirklich Gas, muss man sagen. Also der gibt hier schon ordentlich Stoff. Aber du hast echt hart im Drittliga sind. Ja, aber die sind nicht so viel schlechter als dein Team, ganz ehrlich. Also ich verstehe auch gar nicht, warum die in der dritten Liga sind, weil die sind echt nicht übel, sag ich mal. Ich glaube es absolut, aber... Die haben ja auch, wie viel, also von den Sternen her, wenn du jetzt nur mal auf die Sterne achtest, dann sind die auf jeden Fall mit einigen Zweitliga-Teams konkurrenzfähig, muss man sagen. So, wie viel da werden wir? So die Fünfter, na immerhin. Fünfter mit Pinto, Cavendish gewinnt die Etappe. Ja. Aber so Drittliga-Teams, was fahren die? Die fahren keine Erstliga-Rennen, oder? Die fahren auf keinen Fall Erstliga-Rennen. Nee, auch nicht alle Zweitliga-Rennen. Also zum Beispiel für Frankfurt konnte ich mich jetzt auch nicht anmelden. Mhm. Also die fahren halt nur so, ja, weiß auch nicht, wie genau das bestimmt wird, welche Rennen. Drum hoffe ich, dass wir aufsteigen, dass wir wenigstens die Chance auf eine Wildcard haben. Das wäre schon ganz geil. Ja, das wäre nice. So, gucken wir uns die Siegerehrung gerade nochmal an. Also Mark Cavendish holt sich die Etappe von Marcel Kittel. Wer hätte es gedacht, dass die beiden den Sieg unter sich ausmachen? Dritter wird Edward Toynes, dann Guardini, Pinto, Pozzato, Lutsenko, Boissonhagen, Chavanel und Heyman. Damit in der Gesamtwertung natürlich auch genau die Leute vorne. Wir haben allerdings Jordan Stennis auf Platz 5, Giorgio Cecchinel auf Rang 4 und Mancebo ist 6. weil er bei den Zwischensprints ein paar Sekunden bekommen hat. Pinto momentan auf Rang 9 in der Gesamtwertung. In der Punktewertung für Cavendish. In der Nachwuchswertung für Toynes vor Stennis und Lutsenko, da haben wir keinen mit dabei. Und in der Teamwertung sind wir mit einem 8. momentan, Dimension Data führt da. Und alle zeitgleich natürlich noch. Aber in der zweiten Etappe wird es ein Mannschaftszeitfahren geben, meine Freunde. Und da wird sich wahrscheinlich die ganze Rundfahrt entscheiden, wenn man ehrlich ist. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, stimmt. Das Zeitfahren ist immer so, gerade so Teamzeitfahren ist immer so sehr entscheidend, ne? Vor allen Dingen Teamzeitfahren ist eine Sache, die ich einfach überhaupt nicht kann. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz ehrlich, da ist Simulieren einfach besser, ohne Scheiß. Ja, ist wirklich so. Ich werde es fahren, keine Frage, aber es ist einfach, meine Güte, ey, das kann ich einfach nicht. Na gut, hast du noch irgendwas zu sagen abschließend? Wir freuen uns aufs Zeitfahren, ne? Also das ist bestimmt lustig. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Und ansonsten, Jungs, haut rein!